Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich habe mir überlegt, euch heute wieder mitzunehmen. Es steht ein paar Sachen an. Also auf jeden Fall wollen wir heute mit meiner Schwiegermutter Gözleme und Börek machen. Und da wollte ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Wir hatten da irgendwie gestern Lust drauf und da sie heute frei hat, haben wir gedacht, dann machen wir das heute. Dafür muss ich auch gleich in den türkischen Laden gehen und ein paar Sachen einkaufen. Und ich bekomme heute das Ergebnis von meinem Zuckertest. Und Leute, irgendwie gehe ich davon eh zu 100% aus, dass er halt positiv ist, dass ich Schwangerschaftsdiabetes habe. Ich weiß nicht warum. Ihr habt mir, als ich beim Frauenarzt war und das geschrieben habe oder gepostet habe auf Instagram, dass ich den Test gerade mache, haben mir sehr viele geschrieben, dass es bestimmt positiv auch sein wird, weil ich einfach auch vorher schon etwas übergewichtig war. Und im Internet steht es auch, dass wenn man vorher schon Kilos zu viel hatte, die Wahrscheinlichkeit höher ist. Und als ich meine Frauenärztin gefragt habe, meinte sie auch, dass meistens übergewichtige Schwangerschaftsdiabetes haben. Und ich habe mir das voll gewünscht, dass ich das nicht habe, natürlich. Aber mal sehen, ich rufe da gleich mal an und dann werde ich es erfahren. Ich habe vorhin schon mal angerufen, da war das Ergebnis noch nicht da. Ja, also. Man muss sich ja auch kein Insulin spritzen, mit Ernährung und mit Bewegung geht das ja auch alles weg. Das ist ja nicht die Sache und nach der Schwangerschaft geht das ja meistens dann auch weg. Aber es wäre halt doch einfacher, wenn man es einfach nicht hätte. Ich rufe da jetzt nochmal an und melde mich danach nochmal bei euch. Leute, ich habe keinen Schwangerschaftsdiabetes. Ich hätte das gar nicht gedacht. Mir ist gerade so ein Stein vom Herzen gefallen. Auf jeden Fall, oh, das hat so lange gedauert am Telefon, bis sie mir überhaupt Auskunft gegeben hat. Sie meinte dann nur, einen Moment, ne, und hat dann geguckt. Und dann meinte sie, nee, die Werte sind nicht auffällig, aber ich habe Eisenmangel. Aber gut, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, weil Eisenmangel hatte ich noch nie, aber in der Schwangerschaft ist das wohl voll Standard. Aber dass ich kein Schwangerschaftsdiabetes habe, das ist für mich so eine Erleichterung. Oh, ich kann endlich aufatmen. Also klar, wenn man es gehabt hätte, wäre es jetzt kein Weltuntergang, ne? Aber es ist wirklich besser, wenn man es einfach nicht hat. Es ist einfacher. Aber ich muss sagen, komisch, ich habe so damit gerechnet, dass es gerade, ich bin gerade voll glücklich. Naja, auf jeden Fall. Kann ich jetzt meinen Start, ich kann gar nicht mehr reden, ich kann jetzt meinen Tag in Ruhe starten. Ich muss auf jeden Fall zur Post und etwas abschicken. Dann habe ich gestern auch online bei Lidl bestellt. Da waren wieder ein paar Babyklamotten, die wirklich sehr schön aussahen und so günstig. Leute, da war so ein 6er-Set für 14 Euro. Das ist gar nichts. Oder irgendwelche 2er-Sets Pullover und Hose für 6,50 € oder so. Also. Für alle Muttis da draußen, die wissen es wahrscheinlich schon, oder Schwangere, guckt bei Lidl online, aber es ist meistens sehr viel ausverkauft. Und ich habe euch gar nicht von meinem Frauenarzttermin erzählt. Oh, ich erzähle euch das jetzt einfach mal. Ich möchte eigentlich in den Vlogs gar nicht immer so lange reden, aber es sind neue Informationen dazu gekommen, die ich euch jetzt erzählen möchte. Also, erstmal bin ich da angekommen und musste natürlich diesen Sirup trinken. Viele haben den ja als sehr eklig empfunden, dass ihnen davon schlecht wurde. Es war halt so wie Johannisbeersaft, in süß. Ein bisschen hat es nach Baklava geschmeckt, so, also nach so Sherbet, nach so Zuckerwasser hat das ein bisschen geschmeckt. Aber es ging, mir wurde danach auch ein bisschen übel, aber es war jetzt nicht so, dass ich, während ich das getrunken habe, mich geekelt habe. Es war okay. Und dann musste ich eine Stunde warten und dann wurde mir Blut abgenommen und ganz am Anfang wurde nach meinem Gewicht geguckt. Und Leute, ich habe es in der Story schon erwähnt, ich hatte richtig, naja, eigentlich hatte ich keine Angst, aber ich war so gespannt, wie viel ich zugenommen habe, weil ich wirklich reingehauen habe die letzten 4 Wochen. Also davor habe ich ja immer wenig gegessen, weil ich nicht so viel vertragen habe. Aber jetzt habe ich so gegessen, was ich will. Ich habe auch nicht übertrieben, so viel Süßigkeiten esse ich nämlich gar nicht. Aber ich habe im Endeffekt so ein bisschen mehr als 1 Kilo zugenommen. Man rechnet ja immer das Startgewicht. Und ich habe nach meinem Startgewicht fast 4 Kilo abgenommen. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen zuzunehmen. Und man rechnet aber nicht dann das, was man abgenommen hat und zugenommen hat, sondern man guckt immer ab dem Startgewicht.
Und Startgewicht bis jetzt sind so knapp ein bisschen mehr als ein Kilo, fast zwei, ich weiß es jetzt nicht. Und ich bin im 7. Monat. Ich hoffe, das geht so weiter. Das wäre nämlich für mich voll cool. Ich mache jetzt keine Diät oder achte extrem darauf, dass ich nicht zunehme. Aber ich möchte jetzt auch nicht am Ende 20 Kilo mehr wiegen, weil im Endeffekt, ob man 10 Kilo zunimmt, das Kind wiegt 3. Oder ob man 20 Kilo zunimmt, das Kind wiegt immer noch 3. Oder wenn man nur 5 Kilo zunimmt, das Kind wiegt halt 3. Und was, ich möchte es vermeiden, zu viel zuzunehmen. Ja, aber gut, wenn das so weitergeht, dann wird das wahrscheinlich auch nicht der Fall sein. Unser kleiner Schatz ist circa 33 cm groß. Ui, der ist schon so groß, ne? Und er ist so aktiv. Gestern Nacht, als ich im Bett lag, habe ich Musik gehört. Er liebt es, mit mir Musik zu hören. Weil wenn ich Musik anmache, fängt er immer an, sich zu bewegen in meinem Bauch. Und er hat gestern sich komplett gedreht und mein Bauch hat so eine richtige Welle gemacht. Ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe den Moment einfach genossen. Und das ist so krass. Also dann realisiere ich immer wieder, dass ich halt wirklich schwanger bin und in meinem Bauch einfach unser Baby heranwächst. Manchmal vergisst man das einfach. So viel dazu. Ja, ich räume jetzt noch ein bisschen die Wohnung auf, weil ich in einer halben Stunde meine Schwiegermutter abhole. Und dann melde ich mich nachher nochmal bei euch. So, ihr Lieben, wir sind jetzt vom Einkaufen zurückgekommen. Wir haben nochmal kurz einen Abstecher in den Garten gemacht und haben ein bisschen frische Petersilie gepflückt für das Essen nachher. Ja, meine Schwiegermama ist gerade im Keller und gleich, wenn wir anfangen, zeige ich euch dann, was wir so machen. Der Sinan, der müsste auch eigentlich gleich von der Arbeit kommen, aber der geht erstmal nach Hause. Der kommt dann nachher hierher und ich lege mich jetzt erstmal aufs Sofa. Leute, wir haben im türkischen Laden das hier gekauft. Und die sind so lecker, ich liebe die. Kann ich euch nur empfehlen. Und diese Marshmallows wollten wir mal ausprobieren. So, ihr Lieben, wir fangen jetzt gleich an. Wir haben zwei verschiedene gekauft. Einmal das und einmal das. Das ist halt so fertiger Jufka. Man kann das auch hier sehen, das ist so ein runder. Und wir werden die jeweils füllen mit, das ist Käse. Hier sind jetzt so drei verschiedene Käsesorten drin. Gouda, weißer, nee, Schafskäse, Gouda und ich glaube doch nur zwei. Und dann hat meine Schwiegermutter hier noch Spinat mit Zwiebel vorbereitet. Davon werden wir nämlich auch ein paar machen. Und wir werden ein oder zwei mit Ei machen, weil sich Destina das gewünscht hat. Das schmeckt voll gut. Das kennen gar nicht so viele, aber es ist wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die machen. Und ich nehme euch natürlich bei dem Vorgang mit. So, wir haben jetzt mit dem ersten angefangen. Wir haben die von der Mitte einmal durchgeschnitten, weil das vom Umfang einfach zu groß war. Ja, und erstmal wird das mit Öl bepinselt. In die Mitte wird dann die entsprechende Füllung reingemacht. Und dann wird es einmal geknickt. Mal gucken. Wir machen das jetzt auch zum ersten Mal so in der Art. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Das mit dem Ei habe ich jetzt nicht mitgefilmt, aber es ist genau die gleiche Methode. Einfach das aufmachen, ein Ei reinmachen, also wirklich das ganze Ei einfach reinschlagen und dann mit der Hand so verquirlen, dass es schön überall verteilt ist und dann in der Mitte zusammenklappen und braten in der Pfanne. Dazu gibt es noch gemischten Salat und türkischer Tee. So. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und wollte euch mal meinen Einkauf zeigen. Unter anderem habe ich diesen Fadenkäse gekauft.
Sinan liebt den. Das ist so ein Fadenkäse. So, das habe ich für den Kühlschrank gekauft. Dann habe ich beim Türken, das kaufe ich richtig, richtig gerne, dieses Chiköfte-Set gekauft. Das ist, wenn man mal einfach zwischendurch darauf Bock hat, richtig gut. Da ich Eisenmangel habe, habe ich gelesen, dass Kürbiskerne richtig gut sind. Ich habe halt Kürbiskerne gekauft. Gut. Das habe ich heute auch zum ersten Mal mitgenommen. Das kannte ich vorher. Zwar habe ich immer gesehen, aber nie mitgenommen. Das ist so fertiges Mante. Und dieses Mante ist einfach mit Soja in der Mitte. Also nicht mit Hack, sondern mit Soja. So fleischersatzmäßig. Normale Sonnenblumenkerne. Und Oliven. Grüne Oliven, weil schwarze Oliven hatten wir noch. Und dann ist hier noch Paprika drin. Ich hatte nur noch Paprikapulver und das ist so, könnt ihr es erkennen, so Flocken. Aber süße, keine scharfen Flocken. Ja, das räume ich jetzt mal weg und dann melde ich mich gleich. Guten Morgen, Leute. Ich bin aufgewacht. Ich habe mich fertig gemacht. Und komischerweise bin ich heute voll früh aufgestanden. Dabei habe ich mir fast vorgenommen, immer auszuschlafen. Aber mein Körper war anscheinend ausgeschlafen. Ich bin um 7:45 aufgestanden. Wir haben jetzt 10:30. Ich lag trotzdem sehr lange im Bett und habe halt im Handy rumgesurft. Habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht. Ich habe gemerkt, wenn ich mich direkt nach dem Aufstehen fertig mache, bin ich motivierter, also überhaupt was an dem Tag zu machen. Weil meistens bin ich sonst bis 14 Uhr oder so ungeschminkt und dann tusche ich mir nur die Wimpern. Und dann bin ich so träge. Und wenn ich so ein bisschen was gemacht habe, dann fällt es mir leichter, den Tag irgendwie doch noch was zu unternehmen. Was ich jetzt mache, ist, ich muss schnell einkaufen gehen und zur Apotheke. Ja, genau, die zwei Sachen. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt, deshalb fahre ich auch schnell einkaufen. Ich möchte mir, irgendwie habe ich Bock auf sowas Brötchenmäßiges oder auf ein dunkles Brot oder dunkles Brötchen und deshalb gehe ich jetzt was kaufen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich zu Hause bin. Ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen und Leute, draußen ist es so schwül. Ach du liebe Zeit. Ich hatte mir eine Jacke angezogen und noch einen dünnen Pulli, weil ich dachte, es ist kühl. Ich bin eingegangen, es war so heiß, oder es ist besser gesagt, es ist so heiß draußen. Naja, ich habe die wichtigsten Sachen gekauft. Unter anderem meinen entkoffinierten Kaffee, weil ich trinke ja nur entkoffinierten. Und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Dann habe ich mir was vom Bäcker geholt, ein dunkles Brötchen und ein Käsebrötchen. Und jetzt bereite ich mir Frühstück vor. Wir haben 11:30. Ich bin seit 8 wach. Jetzt muss ich aber auch mal was essen. Als ich heute einkaufen war, habe ich so ein paar Sachen mitgenommen, weil ich habe schon seit längerem zu Hause diesen Löffelbiskuit im Schrank und wirklich schon sehr lange. Und bevor das irgendwie jetzt schlecht wird oder so, habe ich mir vorgenommen, heute daraus wie so ein Erdbeer-Tiramisu in der Art zu machen. Also ich habe Speisequark gekauft, dann habe ich noch so einen Erdbeerquark gekauft und Mascarpone. Und Erdbeeren habe ich noch in der Tiefkühltruhe, die möchte ich aufbrauchen. Und ja, ich zeige euch das wieder einfach alles Schritt für Schritt, wie ich das mache. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja dann gerne nachmachen. Als allererstes, ich habe jetzt hier O-Saft, weil ich mache das für mich mit Kaffee, nehme ich diesen Löffelbiskuit und einmal nur da drinnen, also von beiden Seiten halt jeweils, damit das nachher nicht so hart ist. Und dann habe ich hier so eine Auflaufform. Und das mache ich jetzt mit allen. So, ich habe das jetzt so gut wie möglich versucht, hier so reinzumachen. Der nächste Schritt ist jetzt auf jeden Fall, diese drei Zutaten miteinander zu vermischen. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe hier den Quark, die Mascarpone und den Erdbeerquark reingemacht. Dann habe ich so ungefähr 3 Esslöffel Orangensaft hinzugefügt, ein bisschen Vanilleextrakt und ich sag mal so 2 bis 3 Esslöffel Agavendicksaft. Also es schmeckt richtig gut, mehr muss da nicht rein.
Und jetzt mache ich hier so eine dünne Schicht drauf und dann püriere ich die Erdbeeren. Also ich würde euch frische Erdbeeren empfehlen. Ich habe tiefgefrorene genommen und habe die jetzt mit dem Pürierstab püriert. Und jetzt habe ich so eine Erdbeere. Ist wie Erdbeereis geworden. Und das verteile ich jetzt hier auf der Schicht. Und fertig ist mein Erdbeer-Tiramisu. Leute, ich hatte noch ein bisschen von diesem Erdbeerzeug übrig und habe dann da so Flecken drauf gemacht. Ja, naja, ich dachte, das sieht ein bisschen besser aus, aber es ist jetzt verlaufen. Es sollte eigentlich so ein bisschen schön wirken. Hier kann man richtig gut sehen. Hier haben wir die Creme. Da haben wir eine Schicht Löffelbiskuit. Hier haben wir auch nochmal Löffelbiskuit. Und dann habe ich noch eine Schicht von dem Quark. Ich bin wirklich gespannt, wie das schmeckt. Ob wir es heute in diesem Block erfahren, weiß ich nicht. Ich stelle das jetzt auf jeden Fall kalt in den Kühlschrank. Wir sind von unserem Termin zurückgekommen und ich bereite jetzt die Mampfe vor. Ich habe die gekauft, also wir wollten die mit meiner Schwiegermutter ausprobieren und sie meinte gestern schon, da hat sie so eine Probierportion gemacht, dass die echt lecker sind. Das ist halt mit Soja. Und jetzt lasse ich erstmal Wasser warm werden und jetzt mache ich mal den Joghurt mit Knobi. Und ja, das dauert jetzt erstmal, bis das Wasser kocht. Ich konnte euch gerade leider nicht mehr weiter mitnehmen. Ich habe einfach Tomatenmark mit ein bisschen Paprikapulver in Süße, also so diesem groben, den ich halt gestern gekauft habe. Habe ich angebraten mit Butter und dann ein bisschen Wasser abgelöscht und jetzt hier drüber gegeben. Der Joghurt ist mit Knobi und die habe ich gekocht und zwar sehr lange. So lange, dass der Topf unten fast ja, angebrannt ist und trotzdem sind sie noch leicht hart. Mal gucken, wie sie jetzt schmecken. Leute, ich habe eigentlich gerade gar keinen Appetit, aber ich möchte unbedingt in diesem Vlog mit euch gemeinsam noch dieses Erdbeer-Tiramisu probieren, um euch wirklich sagen zu können, ob das gut schmeckt oder nicht. Ja, ich habe ihn gerade aus dem Kühlschrank geholt. Da ist das gute Stück. Und jetzt schneide ich den erstmal an. Das wird richtig schwierig jetzt. Okay. Also diese Löffel-Biskuit-Dinger sind noch ein bisschen. Naja, wir gucken mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier rausholen soll. Ich nehme jetzt einen Löffel. Oh nein! Ey, was ist das für ein Fehl? Ich heule. Leute, ich bin gerade richtig traurig. Mein Erdbeer, dieses Erdbeer, pürierte Erdbeerzeug ist voll flüssig geworden. Oh ja, das kann doch nicht sein. Guckt mal hier rein. Naja, wir probieren es jetzt trotzdem mal. Vom Geschmack ist es eigentlich ganz geil. Also geschmacklich finde ich es echt lecker. Aber ich würde euch empfehlen, zum Nachmachen kauft frische Erdbeeren, schneidet die in Scheiben und legt es dazwischen. Aber so an sich, also es ist sehr für den Sommer so. Echt ein guter Nachtisch. Dann stelle ich das jetzt nochmal über Nacht im Kühlschrank und lasse den Zinnern jetzt mal den Nachtisch probieren. Schatz, bevor ich den Vlog beende, wollte ich dich nochmal zeigen, weil man hat dich gar nicht in diesem Vlog gesehen. Leute, ich bin so kaputt von der Arbeit. Es gibt eine Sache, die wir erwähnen möchten. Nicht einer hat es in dem letzten Video erraten, welches Auto wir uns holen. Ach so, und Leute, damit ihr wisst, ich glaube, eure Erwartungen sind zu hoch. Ja. Die Hauptsache ist, dass wir mit dem Auto glücklich sind, dass es uns gefällt. Von daher ist es im Endeffekt egal, was es für ein Auto wird. Aber die Kommentare waren auf jeden Fall echt lustig. Viele von euch haben auf BMW X-Reihe getippt. Und bleibt gespannt, aber es ist kein SUV, Leute. Nur weil wir gesagt haben,
dass das Auto groß ist und viel Platz hat, wahrscheinlich haben wir da was falsch interpretiert. Und zwar mit viel Platz meinten wir eigentlich nicht, dass das Auto riesig ist oder ein SUV ist, sondern es passen hinten drei Koffer rein. Hinten ist auf den Sitzbänken hinten ist Platz für zwei weitere Personen, maximal drei. In der Mitte wird knapp, aber ich kann euch so viel dazu sagen: Es ist ein Viersitzer. Genau, es ist ein Viersitzer und trotz dessen ist viel Platz in dem Auto. Ihr könnt weiterraten. Und Leute, ich schwör's, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich will endlich das Auto kaufen, besser gesagt abholen. Gekauft ist es ja eigentlich schon. Nur die Papiere fehlen noch, die werden mir noch zugeschickt. Ich muss das Auto anmelden und. Ja. Das war's erstmal eigentlich dazu. Ja. Schreibt in die Kommentare, was jetzt eure Dings ist, eure Vermutung. Tschüss. Ja, ich beende auch hier mit dem Vlog. Willst du mal diesen Abschied machen? Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin richtig müde. Ich lege mich jetzt eine Stunde hin. Tschüssi.